absoluter Unboxing-Fan von Lifestyle über Essen, über Beauty. Da kann man monatlich halt so eine kleine Box kriegen mit Überraschungen drin. Man weiß nicht, was es ist und kann es ausprobieren. Ich mache das leidenschaftlich. Ich bin so neugierig. Ich freue mich immer, wenn ich so eine Box bekomme. Und du hast mir jetzt so eine Überraschungsbox zusammengestellt, richtig? So sieht's aus, ja. Ja, sehr cool. Da freue ich mich natürlich. Und das hat alles mit dem Jakobsweg zu tun, denke ich. Genau. Also es sind alles Objekte, die ich persönlich als Laie denke, dass man die braucht. Mhm. Es gibt bestimmt ein, zwei Dinge, wo du sagst, nee, in der Form nicht. Beispielsweise vom Material etc. Mhm. Aber es ist natürlich auch einfach mal, um jetzt auch den Leuten, die tatsächlich den Weg noch nicht gegangen sind, ein bisschen Inspiration zu geben, was möchtest du mitnehmen, was sollen sie mitnehmen, etc. etc. Das ist eine super schöne Idee, da gibt es bestimmt viel zu sagen. Das, weißt du ungefähr, was das gekostet hat, was du da bestellt hast in dieser Box? An die 85 Euro. An die 85 Euro. Darf ich starten? Ja, ich weiß. I like. Okay, wo geht die denn auf hier? Das sind aber tolle Sachen. So. Oh, das lohnt sich. Gut, fangen wir mit was ganz Wichtigem an. Das ist hier der Führer für den Jakobsweg von Raimund Jost. Der ist sehr bekannt, ist einige Wege schon gelaufen, hat viel dazu publiziert und ist wirklich ein sehr, sehr schöner Führer, wo ihr die einzelnen Etappen seht und es werden auch die einzelnen Herbergen aufgeführt. Also sowas auf jeden Fall dabei haben, kann ich nur empfehlen. Manche gehen hin und im Laufe des Weges reißen die Seiten aus, wo sie schon waren, um einfach Gewicht zu sparen. Ich würde euch das nicht empfehlen, sondern behaltet das Buch auch als Erinnerung, weil ihr könnt immer eure Bemerkungen hier auch reinschreiben. Wenn ihr wieder zu Hause seid, dann seht ihr genau, in der Herberge waren wir, das Denkmal haben wir gesehen etc. Sehr schön, ganz wichtig zum Pilgern. Gibt es eine Reihenfolge oder greife ich einfach rein? Einfach rein. Einfach rein. Merino Wool Light Cushion Socks. Super. Ja, die Wahl der Strümpfe ist auch unglaublich wichtig. Dazu werden wir auch noch ein Video drehen, weil es da deutliche Unterschiede gibt. Hier steht sogar drauf, dass es Blasen reduzieren soll. Merino-Wolle ist natürlich ganz toll fürs Transpirieren. Merino-Wolle würde ich zum Beispiel auch fürs T-Shirt empfehlen. Gut, Größe 39 bis 42, dann ist das hier ja schon fast eine Frauenbox. Aber es gibt ja auch Herren mit Größe 42. Super! Ja, auf jeden Fall mitnehmen. Das wiegt jetzt recht schwer, aber genau, also den Kompromiss sollte man auf jeden Fall eingehen, weil das kann man sehr gut unterwegs gebrauchen. Erklär doch erstmal, was das ist. Ja, das ist ein Taschenmesser. Also ein Taschenmesser. Ich pack das mal gerade aus, dann können wir uns das mal anschauen. Oh, das ist sogar noch mehr als ein Taschenmesser. Da haben wir nämlich noch Löffel und Gabel sogar dabei. So was Schickes hatte ich gar nicht mit. Ich habe tatsächlich so einen Göffel mitgenommen aus Plastik. Den hatte ich in irgendeiner Salatschüssel mal mit drin, weil das schön leicht ist. Aber in der Kombination ist ja klasse. Ich habe mein Taschenmesser dafür benutzt, zum Beispiel Brot aufzuschneiden, Salami, Käse aufzuschneiden, Korkenzieher heißt das. Den Korkenzieher kann man auch immer wieder gut benutzen. Und hier habt ihr tatsächlich noch Löffel, Gabel dabei und alle Dinge, die du wirklich so brauchst, an einem Taschenmesser. Ganz toll. Klasse. Sowas habe ich gar nicht gesehen. Das ist richtig praktisch. Und mit einer Tasche dabei. Sowas wiegt natürlich ein bisschen mehr, aber man kann es einfach fantastisch gebrauchen. Das ist sehr gut für den Jakobsweg. Da haben wir ein Cool-Towel, super Cooling-Towel. Was macht man denn damit? Das kühlt und absorbiert Schweiß, so wie ich das sehe. Wann benutzt man das denn? Soaking. Das feuchtet man an, legt sich das dann so über die Schulter? Weißt du das? Also dementsprechend habe ich es gar nicht gekauft. Ah, es war zumindest in der Beschreibung so drin, dass es sehr leicht
ist. Ja, ist es. Also und dass man halt ein Handtuch dabei hat im Allgemeinen. Dass man sich jetzt kein so großes Handtuch mitnimmt. Ah, okay. Ja, nein, das ist die Frage des Handtuchs ist wirklich auch eine Welt für sich. Da habe ich auch lange recherchiert. Ich bin letztendlich zum Schluss gekommen, dass für mich ein Handtuch aus Bambusmaterial am besten ist. Es ist auch sehr leicht und sehr saugfähig. Ja, schaut, dass ihr wirklich so ein leichtes habt. Es ist natürlich nicht so wohlig und flauschig wie das Handtuch, was ihr von zu Hause kennt. Aber um sich damit kurz abzutrocknen, reicht das völlig. Und hier scheint noch irgendwie ein Kühleffekt bei zu sein. Kenne ich nicht, ist aber sehr spannend. Also so ein Handtuch, Leichtgewicht, auch ganz wichtig für den Jakobsweg. Würdest du denn sagen, dass man das zum Kühlen dann wirklich auch braucht? Ja, wenn du durch die Seca läufst, dann freust du dich auch, wenn du dir das einfach über den Kopf legen kannst oder so. Da freust du dich schon, wenn du eine gewisse Kühlung hast, ja. Mhm. Mhm. Es kann wirklich sehr warm werden. Dann haben wir als nächstes einen Running Belt. Ja, Entschuldigung. Das ist auch ganz, ganz, ganz prima für den Jakobsweg. Ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass ihr irgendeine Gürteltasche dabei habt, wo ihr die wichtigen Sachen reintun könnt. Und der ist sehr schön, hat auch schönen Platz. Da könnt ihr dann auch ein ganzes Handy gleich reintun und euren Pilgerausweis. Das macht wirklich Sinn. Ja, also die Wertsachen würde ich immer versuchen am Mann zu halten, auch wenn ihr irgendwo im Café mal anhaltet, habt ihr hier die wichtigen Sachen drin. Könnt damit dann auch zur Toilette oder ins Café rein und der Rucksack kann draußen stehen bleiben, wenn die Kleider geklaut werden. Rein theoretisch ist das nicht so tragisch. Ihr kommt auf jeden Fall noch weiter. Sehr gute Idee, ja. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen auf den Jakobsweg, in welcher Form auch immer. Es gibt ja auch diese Brustbeutel, wäre auch eine Lösung. So, dann haben wir was ganz Kleines. Ja, sehr schön. Das ist jetzt die ganz kleine Ausführung, allerdings dreifach, wo man sich Notizen machen kann auf dem Weg, unterwegs. Ich würde vielleicht diese Größe wählen, das ist dann auch noch nicht so schwer. Mit einem Stift dabei, ja, auf jeden Fall sinnvoll für den Weg. Und zu guter Letzt was ganz Großes, oh ja, Tritan, Sportflasche. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein Leichtgewicht. Ich vermute mal, das ist aus Titan. Moment. Deckel, Silikon, nee, Tritan. Tritan? Das war das, was ich am Anfang gemeint habe. Das ist eine leichte Flasche, aber es ist nicht aus Titan, so wie du sie hattest. Einfach aus dem Grund, da ich mich damit nicht auskenne. Ich wollte dementsprechend jetzt nichts Spezielles dazu sorgen. Ja. In dem Fall kannst du natürlich jetzt sagen, ob das auch in Ordnung ist oder ob du zu etwas anderem empfehlen würdest, also zwecks Material. Ja, also die Flasche, die ich hatte, habe ich tatsächlich nicht mitgenommen, weil die zu schwer war. Die hier macht wirklich einen sehr, sehr leichten Eindruck. Hat auch eine tolle Größe von 1 Liter. Das heißt, man könnte sich 1 Liter rechts, 1 Liter links, dann ist man für einen Tag schon versorgt. Finde ich klasse. Ja, Farbe ist auch ganz cool. Ich habe letztendlich einfach diese Mehrweg-Plastikflaschen benutzt unterwegs. Ist natürlich nicht so umweltschonend, aber die kann man auch immer wieder auffüllen und die sind natürlich super leicht. Also da kann keine einzige Flasche schlagen. Also im Prinzip reicht es tatsächlich, wenn ihr euch unterwegs dann so 1 Liter oder 1,5 Liter Plastikflasche besorgt und die immer wieder auffüllt. Das ist natürlich dann die Luxusvariante. Wenn ihr noch Luft vom Gewicht habt, ja, gerne auch sowas. Es gibt ja auch Halterungen, wo man sowas reinsetzen kann am Rucksack. Dafür ist die ganz toll. Sehr schön, ja. Also irgendein Trinkbehältnis braucht ihr unterwegs und wenn es nur die Plastikflasche vor Ort ist, was auch funktioniert. Sehr, sehr schöne Box. Ich glaube, ich werde meinen Kanal abonnieren und wieder auf den Jakobsweg gehen. Auf jeden Fall kriegt man dann Lust dazu, wenn man das wieder sieht und planen und am besten dann auf die Waage legen und gucken. Und hier, das ist auch wirklich eine ganz, ganz schöne, leichte Tasche. Das ist super.
das macht schon Spaß. Und all die, die in den Planungen stecken und sich darauf vorbereiten, gerade auf ihrem Weg, ich beneide euch unglaublich und wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, jederzeit, egal welches Video, einfach unten drunter in die Kommentare schreiben. Wir versuchen das dann in einem der nächsten Videos aufzugreifen, dass alle eure Fragen beantwortet werden, zumindest so gut ich das kann. Ich bin ja auch nur einmal den Camino Francés gelaufen, aber diese eine oder andere Erfahrung habe ich gemacht, die ich gerne mitteile und meine Erfahrungen weitergebe. Ganz lieben Dank für die Überraschungsbox. Gerne. Macht Spaß. Vorteil ist, wenn ihr abonniert, ihr verpasst auch keines der neuen Videos. Wir machen ja im Moment ziemlich viel. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns natürlich wieder aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss! Tschüss.